Ja, liebe Freunde, die Welt wird immer kurioser. Früher hatte man eine stinknormale Glühlampe in der Fassung, heute hat man eine LED-Lampe in der Fassung. Licht gibt sie erstmal, aber mal sehen, was wir noch alles rausholen können. Und dazu braucht man natürlich wieder ein Smartphone. Das haben wir hier und das schauen wir uns mal an, was das alles so hat. Aha, da ist also schon eine Anwendung vorbereitet und diese starten wir jetzt einfach mal. Natürlich habe ich das Ding schon gekoppelt mit dieser Anwendung. Das heißt also, jetzt fängt er an, die Kopplung zu aktualisieren und schlägt mir vor, Musik zu spielen. Bevor wir aber Musik spielen, aus einer Lampe Musik spielen, das ist dann schon etwas kurios. Wollen wir mal sehen, ob man nicht vielleicht sogar die Farbtemperatur ändern können. Wow, ja, das ist ja schon etwas. Also, eine Lampe, die man mit dem Handy in der Helligkeit und in der Farbe beeinflussen kann, das habe ich noch nie vor der Kamera gehabt. Das war die eine Möglichkeit. Jetzt schauen wir uns mal an, war ja irgendwas mit Musik und das tun wir jetzt einfach mal abspielen zu versuchen und mal sehen, was da passiert. Ja, ich gehe mal mit dem Mikrofon ran, damit ihr es auch glaubt. Also Musik können wir auch spielen. Die halten wir jetzt einfach mal an. Die Farbtemperatur konnten wir beeinflussen. Das können wir ja gern auch noch mal demonstrieren. Stellen wir uns irgendwann eine Farbe ein, mal sehen, ob das klappt. Also, das scheint ja gar nicht so schlecht zu funktionieren. Das ist doch schon eine kuriose Welt. Wir können natürlich auch die Lampe aus- und einschalten. Ja, das ist doch schon etwas. Das war ein kurzes Video. Ich wollte mein Review nicht ohne auch Ton- und Lichtbeispiel bringen. Liebe Freunde, mehr gibt es hier nicht zu sehen und mehr auch nicht zu berichten. Also, das war's.